Da liege ich da. Endlich! Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Du hast mich hergebracht. Betrachte es als Ehre. Also ein paar Fragen hätte ich schon. Na bitte, da hast du es. Mir kam aber auch der Gedanke, dass ich etwas für meine Mithilfe bekommen könnte. Immerhin bin ich derjenige, den der Markgraf zu Unrecht zur Geißel des Landes erklärte und aus Mähren verbannte. Sie schleiften sogar meine schöne Burg. Die Not zu überleben zwang mich, all diese Dinge zu tun. Es mag stimmen, was du sagst. Vielleicht spreche ich mit Herrn Ratzig und vielleicht begnadigt er dich. Aber erst musst du reden. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen. Aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt. Aber keine Ahnung wer. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brotrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Presser? Willst du damit sagen, dieser Eric heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast denen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Wenn du meinst. Dieser Eric, du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Eric? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Eric meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Naja. Ich versuch's, kann dir aber nichts versprechen. Schön wegbleiben von meinen Taschen. So, Herr Ratzi, Kubia, wo bist du? Fort, du blöder Vogt. Steh mir im Weg rum. Rote Beete! Ja, ja. Betet alles zu einem Teigen.
Willkommen, Tom. Willkommen auch. Ich muss hier rüber und hier rein und dadurch. Hallo. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Was wirst du also tun? Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslavitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Eric nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich kenne Simon, den Müller aus Sasau. Na bitte. Müller wissen gewöhnlich immer, was sich in der Gegend abspielt. Geh und sprich mit ihm. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Herr, da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig. Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Wow. Wie du befiehlst, Herr. Ich hab ihm nichts versprochen. Ich wollte erwähnen. So ein Drecksspiel. Ich hasse es. Jetzt mal die gleiche Scheiß hier runter. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Befragte Müller. Ja. Ist hier der Wirt? Nee, der Vogt. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratzi schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratzig? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder?
Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Frechheit ist das. Ja, witzig. Und ich sollte den Scheißnamen nicht erwähnen. Das erste, was ich mache, ist ein Namen. Wer versteht's? Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. War ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Von der Sorte gibt es immer welche. Aber wenn sie nichts finden, ziehen sie weiter. Okay. Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Der alte Ledermann ist der Einzige, der sich beklagt. Aber dem schenke ich keine Beachtung. Und worüber beklagt sich dieser Ledermann? Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch, wo sich ein paar Jungspunde gern raufen. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außer einander. Und ein paar meiner Männer gehen manchmal hoch und haben ein Auge darauf. Ja, lass sie sich da umhauen, Dank, ja. Vogt. Dann viel Glück. Würde ich auch zulassen. Was Albernes. Hier war doch noch eins direkt. Aber das ist einfach weg. Okay. Ja! Ach, jetzt reite ich zum Müller, ne? Na egal. Egal. Wo geht's hin? Rechts hier. Oh, scheiße. Das ist rechts. Oh. Springt schon wieder nicht. Kackvieh, ey. Direkt hier durchreiten sollen. Und vielleicht nicht die Seiten wechseln. Warte, hü. Schön, dich zu sehen. Ja, ja. Du weißt nicht zufällig etwas von Pressern in der Gegend? Leute, die harte Kerle anheuern? Kann sein, aber dazu sage ich nichts. Wieso nicht? Es ist wichtig. Weil wir hier gerade zu tun haben. Komm schon, es passiert nichts, wenn du es mir sagst. Kann sein. Gut, ich sag's dir, wenn wir fertig sind. Werde mich dann besser erinnern. Das ist ja wie beim Zähneziehen. Ich hoffe, du bist mit deinen Groschen großzügiger als mit deinen Worten. Die haben gerade zu tun. Oh. Hä?
Alles Gute. Okay, das war ja mal komplett sinnfrei. Es hätte auch einen Weg aus der Stadt gegeben, die einfach rechts geblieben wäre, anstatt über die olle Brücke zu reisen. Toll! Ja. Hier muss ich eh aufsteigen. Gott sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Ja, aber wie ich höre, grämt dich etwas. Geht schon besser. Du musst was Falsches gegessen haben. Ich meinte, du hast dich über Lumpen beschwert, die hinter deinem Haus Krach schlagen. Jawohl. Die sind mir ein Dorn im Auge. Und wie ich ihnen gesagt habe, sie sollen sich woanders kloppen, haben sie mich fast zu Brei geschlagen. Wann kommen sie her? Fast jeden Abend. Jeden gottverdammten Abend. Brüllen und johlen, bis die Nacht hereinbricht. Und dann gehen sie. Wahrscheinlich ins Wirtshaus. Wie viele Krawallmacher sind es? Was weiß ich. Aber die machen Krach wie eine Herde Wildschweine in der Brunftzeit. Und sie sind alle auf dich los? Jawohl. Haben mich ordentlich verdroschen. Und es unternimmt niemand etwas dagegen? Ich war beim Vogt, aber den kümmert's einen feuchten Dreck. Unter seinem Fenster ist ja kein Radau. Also ist's ihm gleich. Einen tollen Vogt habt ihr hier. Eine Vogelscheuche sorgt für mehr Ordnung. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht kann ich das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht gleich in den Arsch. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Es müssen keine Fäuste fliegen. Hals und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Keine Sorge. Gott sei mit dir. So, okay. Wo ist das? Das ist die Arena. Sieht ja zuckerhaft aus. Klotz Kai Lulatsch. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man's drauf hat. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Das sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen. Klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich. Sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden dir dasselbe sagen. Ist die Wahrheit. Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner oder mach ernst. Es gäbe da eine dritte Möglichkeit. Ach ja? Und die wäre? Legen wir den Pfennigfuchse aufs Kreuz. Ich sage ihm, ich hätte mich um alles gekümmert und ihr lasst euch ein paar Tage nicht blicken. Ich sage die Belohnung ein und wir teilen sie uns.
Später kommt er dann einfach wieder. Das ist geschenktes Geld. Hört sich gut an. Der Teufel soll ihn holen, den Gerber. Wir verziehen uns für ein paar Tage und du stattest uns einen Besuch ab, sobald du die Münzen hast, klar? Mach's gut. Ich will mit dir kämpfen. Was habe ich dir gesagt? Zuerst. Ich möchte. Selbstverständlich. Ich möchte meine. Zuerst musst du. Ich. Lebe wohl. Okay. Es ehrt mich, dass er. Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Los geht's. Auf geht's. Gott sei mit dir. Ja! Damn! Ja! Was benötigst du? Mir kam zu Ohren, dass Leute... Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen immer neue Hände, um die gebrochenen zu ersetzen. Das habe ich nicht gemeint, aber danke. Warum habt ihr den Gerber verdroschen? Der kam eines Tages her, verlor sein Geld und faselte, dass wir ihn beschissen hätten und ihm seine Kohle zurückgeben sollen. Der hat's echt drauf angelegt. Mir hat er erzählt, ihr wärt auf ihn los, als er euch bat, nicht mehr hinter seinem Haus Krach zu machen. Tja, das ist nicht unwahr, aber er hat sich erst beklagt, als er sein Geld verloren hat. Vorher hat sie nicht gestört. Kämpfen wir. Das war ziemlich, wer weiß. Auf bald. Gott segne. Was ist mit dem... Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht. Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst. Und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Mir kam zu Ohren, jemand suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Davon weiß ich nichts. Frag jemand anderen. Das meinte ich nicht, aber danke. Kämpfen wir! Nicht schlecht, aber Gott sei mit dir. Wenn wir mit allen gleichzeitig kämpfen, wir pum! Verdammt ihr! Da hat den letzten noch. Zu deinen Diensten. Was ist mit... Als es rund ging, war ich... Wie ich hörte, werden... Würde ich dich besser kennen, würde ich's dir vielleicht sagen. Kämpfen wir! Nicht schlecht. Auf bald. Dieses schreckliche Handgemenge, ich kann das abstellen. Verdammt!
So, jetzt hier den letzten. Ich will mit dir... Anständige Vorstellung. Alles Gute. Warten wir mal eine Stunde und gucken, ob die wieder aufstehen. Redet ihr von dem Schläger aus Ratai? Ich hab mich auf niemanden draufgesetzt. Wie oft muss ich das noch sagen? Dein Arsch ist so hart auf seiner Fresse gelandet, dass die Erde gezittert hat. Bastard! Auf lieber, dass du nicht gleich zitterst. Wie ich hörte, würde ich dich... Auf bald. Sagt immer noch nix. Lebewohl! Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, ich überlege es mir. Mach's gut. Ja, ich glaube, da muss ich mal wieder warten. Dir zugestoßen. Hallo? Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du... Gott segne dich. Und hier hast du was für deine Mühen. Im Gegensatz zu dem jämmerlichen Vogt. Wenn dich wieder etwas bedrückt, sag Bescheid. Auf bald. So. Die sind weg. Wo muss ich ins Kirche, ne? Oder vorne auch. Wuppdiwupp, da muss ich gleich wieder warten bis zum Abend. Was soll ich machen, wenn in der Kirche Licht brennt, ne? Was? Nochmal. Okay.